Solarium-Unfall. Daniela Katzenberger mit XXL Sonnen gebrannt. Das hatte sie sich anders vorgestellt. Eigentlich wollte Daniela Katzenberger, 31, nur ein bisschen nachhelfen und sich den perfekten Sommertime zulegen. Doch die Blondine verließ die Sonnenbank nicht mit leicht gebräunter Haut, sondern mit einem fetten Sonnengebrannt. Auf Instagram teilte der TV-Star jetzt ein Foto ihres schmerzhaften Missgeschicks mit ihren Fans. Nachdem sie viele dumme Witze über ihre Mozzarella Hautfarbe hinnehmen musste, hatte sich die 31-Jährige dazu entschlossen, mal ein Solarium auszuprobieren. Doch der Versuch, sich mit einem künstlichen Sonnenbad einen dezenten sommerlichen Tint zuzulegen, ging daneben. Deshalb trägt die Katze jetzt rot statt braun. Doch sie nimmt ihren kleinen Fauchsspaß mit Humor. Jetzt bin ich wenigstens nicht mehr blass, kommentierte Dani scherzhaft das Foto. Einen Hinweis an ihre Follower gibt es aber auch noch: nicht nachmachen, ist nicht gesund und sieht auch nicht besonders geil aus, warnt sie eventuelle Nachahmer vor den Folgen des Münzmallorcas. Die Kultblondine lässt sich von fiesen Sprüchen und blöden Witzen normalerweise gar nicht aus der Ruhe bringen. Erst vor wenigen Wochen stellte sie in einem Post klar, dass es ihr egal sei, was andere Leute über sie oder ihre Kurven sagen. Ich werde wahrscheinlich immer diese eine Frau sein, die im Vergleich zu den anderen meiner Branche das Pummelchen ist, schrieb die Mutter einer kleinen Tochter. Doch sie wolle sich von der Meinung anderer Leute nicht unterkriegen lassen.